Ostermontag, Aue Stadion in Kassel. Der KSV Hessen Kassel empfängt den KSV Baunatal zum Rekordspiel. Es soll der Rekord von Waldhof Mannheim aus dem Jahr 2011 geknackt werden. Damals waren 18.313 Zuschauer bei einem Fünftligaspiel. Sportlich gesehen ist der KSV Hessen Kassel auf Platz 2, die Baunataler auf Platz 6. Und der KSV hat aus den letzten 5 Spielen 13 Punkte geholt. In der Sturmspitze heute Mahir Saglik, der ehemalige Bundesliga-Profi. Gebürtiger Paderborner hat bereits 6 Treffer für den KSV erzielt. Und die Gastgeber zu Beginn mit einer guten ersten Annäherung. Dieser lange Ball in die Spitze und dann muss Pascal Bielert den Ball ins Ausklären. Baunatal, ein unangenehmer Gegner, macht es dem KSV richtig schwer. Ingmar Merle klärt den Ball hier in die Füße von Thomas Müller. Und er zieht dann doch einige Meter über den Kasten. Mitte der ersten Hälfte vom KSV kommt spielerisch wenig. Da müssen Standards her. Nach einer Ecke dieser Abschluss von Kapitän Frederik Brill. Es dauert lange, bis der KSV wirklich gefährlich vor das Tor kommt. Aber dann. 40. Spielminute. Das ist der Antritt von Nal Nayer und er fällt im Strafraum. Und es gibt keinen Elfmeter. Schiedsrichter Volker Höpp hat sich ganz schnell festgelegt. Und meiner Meinung nach kann man dafür Strafstoß geben. Er wird klar getroffen. Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Eine maue Veranstaltung, wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Dann hat Sebastian Schmeer eine Idee und zwar diese Flanke für Mahir Saglik. 1:0 KSV Hessen Kassel. 46. Spielminute, 7. Tor im 7. Spiel für Mahir Saglik und das wichtige 1:0 für den KSV Hessen Kassel. Aber die Flanke von Sebastian Schmeer, die ist extra klasse. Genau auf den Kopf von Mahir Saglik. Zur Pause Tobias Kramer überhaupt nicht einverstanden mit der Vorstellung bzw. taktischen Ausrichtung seiner Mannschaft. Dort gibt es wilde Wortgefechte. Rein in Durchgang 2. Nach gut einer Stunde weiterhin der Spielstand von 1:0. Aber Baunatal kommt jetzt. Sie müssen natürlich. Sie wollen auch. Das Hinspiel haben sie, wie gesagt, 2:1 gewonnen. Die Hoffnung lebt. Und dann das Foulspiel von Sebastian Schmeer und der Strafstoß. Volker Höpp hat sich wieder ganz schnell festgelegt. Er zeigt auf den Punkt und wir können das gleich nochmal sehen. Eine vertretbare Entscheidung. Sebastian Schmeer rennt da in seinen Gegenspieler hinein. Und damit ist der fällige Elfmeter auch im Tor. Rolf Satorow gleicht aus für den KSV Baunatal und gestaltet das Ganze hier wieder richtig spannend. Aber das hat sich so ein bisschen angedeutet. Baunatal mit mehr Ballbesitz in der zweiten Hälfte rückte das Spiel vor das Tor des KSV und somit der nicht unverdiente Ausgleichstreffer. Wie reagiert Kassel? Freischusssituation, Ingmar Merle, Pascal Bielert lässt klatschen und dann die große Möglichkeit. Zum 2:1 für Bravo Sanchez, aber Pascal Bielert macht da seinen Fehler ganz schnell wieder wett. In der zweiten Hälfte jetzt nach dem Ausgleichstreffer vor allem spielt der KSV richtig guten Fußball. Sebastian Schmeer scheitert erneut an Pascal Bielert, der ein richtig gutes Spiel macht. Dann der schnell ausgeführte Einwurf von Bravo Sanchez in den Lauf von Mahir Saglik. Der hat die Möglichkeit querzulegen, er schießt selbst und der Ball geht am Tor vorbei. Da war deutlich mehr drin. Wir sind schon in den letzten Zügen. Die 87. Spielminute. Sebastian Schmeer verlängert den Ball. Der Ball geht ganz klar an die Hand von Marco David. Volker Höpp lässt weiterspielen und dann das Foulspiel. Und der Elfmeterpfiff. Zweiter Elfmeter jetzt in dieser Partie. Und die gelbe Karte und eine richtige Entscheidung. Wir sehen das gleich nochmal. Ein klares Foulspiel von Maximilian Blahut. Sebastian Schmeer, der tritt an und haut den Ball ins Tor. Mit was für einem Selbstvertrauen. Saisontor Nummer 15 für den Top-Torschützen des KSV. Und das 2:1 für Hessen-Kassel im Derby gegen Baunatal. Und dann auch die Nachricht, 15.488 zahlende Zuschauer. Der Rekord wurde leider nicht gebrochen. Trotzdem eine tolle Atmosphäre. Die Zuschauer tragen ihre Mannschaft allerdings. Wird dann Mahir Saglik vom Platz gestellt. Ein gelbwürdiges Foul. Volker Höpp macht sich damit keine Freunde hier in Kassel, aber eine konsequente Entscheidung. Die gelbe Karte kann man geben. Was kommt noch von Baunatal, dieser Kopfball? Und Torwart Niklas Hartmann kann sich mal auszeichnen.
Es läuft schon die Nachspielzeit. 90 plus 4. Nochmal Freistoß Baunatal. Was ist das für eine Hereingabe? Der geht nicht mal in den 16er richtig rein. Und dann die Kontersituation. Pascal Bielert ist raus aus seinem Kasten. Jon Mogge, der ist noch frisch, der hat noch Kraft. Der Antritt von Jon Mogge über den halben Platz und dann haut er den Ball ins Tor. 3:1. Für den KSV Hessen-Kassel. Und jetzt brechen hier alle Dämme. Das Aue-Stadion wird zum Hexenkessel. 15.000 Zuschauer bei einem Hessenligaspiel. Das ist absolut sehenswert. Und auch dieser Treffer von Jon Mogge ist sehenswert. Da rennt er über den halben Platz von der Mittellinie an, startet er seinen Sprint. Und dann macht er das mit ganz viel Ruhe. Schiebt er den Ball ins Tor. Der KSV Hessen-Kassel schlägt den KSV Baunatal am Ende verdient mit 3:1. Ja, auf jeden Fall unglaublich heute. Also wenn man sieht, was für Fans da waren, wie viele Zuschauer da waren. Nur die Hitze hat uns ein bisschen zu schaffen gemacht heute. Wenn man überlegt, letzte Woche haben wir noch mit Handschuhen gespielt. Und heute, ich glaube, 20 Grad mehr als wie letzte Woche. Aber desto trotz hat es riesig Spaß gemacht. Anfangsweise ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, war ein bisschen schwierig auch für die Fans, war kein Highlight in der ersten Phase, aber ich denke trotzdem 3:1 verdient gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.